Ja. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Head in Time. Und ja, wollen wir gleich mal weitermachen. jo. Und zwar Part L Nr. 8. Jo, wir haben ja beim letzten Mal den Subkonwald gemeistert. Haben uns diese schöne Maske gekauft. Oh, hi there. Und weiter geht's, hm? Die Kleine hat Bock, genau wie ich. Nur ich muss ganz kurz noch was aufmachen. Weil es doch ein bisschen warm wird. So, wir haben jetzt, ja, weißt du was? Genau das mache ich. Wir machen die Toilette des Untergangs. So. Gut. Beim letzten Mal war ich ja auch hier schon unterwegs in der gleichen Region, hatte aber den Zeitriss eher im Blick. Von daher, jo, wir müssen jetzt hier irgendwie die Kanalisation säubern. So, dann rennen wir mal ein bisschen. Entschuldigung. So, die Kleine muss jetzt anfangen. Oh, das Plumpsklo des Grauens. Oha. So, wir müssen. Das Ding spuckt Herzchen und Dingsbums aus. Dann müssen wir dem einmal halt eine rumeiern. So. Wenn das Ding nämlich eine gebacken kriegt. Boah. Das kann ganz stark nach hinten losgehen. Super, der hat jetzt Herzen ausgespuckt. Super, wunderbar. Ach, das war... Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Aber na gut. Ein bisschen schneller laufen. Der spuckt jetzt wieder Herzen aus. Das ist super. Oha, jetzt geht er aber ab, du. Jetzt draufhauen. Das macht er noch ein, zwei Mal. Und dann ist Schicht im Schacht. Boah. Glaube ich. Oder macht er das noch einmal noch? Muss mal aufpassen. Der zieht hier seine Klostängel ran. Dann natürlich... So. Oh. Oha. Wenn das Ding explodiert, macht's Aua. Ich habe das noch nie zum Explodieren gebracht. Oh. Habe ich den Timer gestartet? Oh, du Elender. Da muss die Kleine aber schnell laufen. Wow. Yeah. Boomer. Timer vergessen. Egal. Ja, geil. Super, ich freue mich. Deine Seele ist ins Plumpsklo abgehauen. Ups, ja, ist klar, ne? Jetzt geh in die Villa und finde heraus, was auf dem Dachboden ist. Liefere Pakete zu 10 meiner Lakaien. Gut. Haben wir fertig. Den einen Vertrag. Super. Freue ich mich. Super, wunderbar. Nyankusa Metro. Ja, da kommen wir auch noch später hin. Das mache ich kurz, bevor ich...
alles hinter mich gebracht habe. Würde ich sagen, so kurz vorm Schluss. Ja. Ist aber eine schöne Stadt. So, dann haben wir das gemacht. So, ich will jetzt so schnell wie möglich meine Seele wieder haben. Und den Typen hätte ich gerne ein bisschen... Ja, vom Walde. Vielleicht mache ich das mit der Villa ein bisschen... Kriege ich das hier noch hin? Ich mache das ja so komplett willkürlich. Ich versuche einfach so viel wie möglich schon den Subkornwald hinter mich zu bringen. So, jetzt hat es gerade mal ein bisschen gelaggt. Alles nur wegen dir. Guten Morgen! Bist du bereit für deine vertraglichen Verpflichtungen? Ja, ja, komm, ich bin nicht herzlos. Hin wieder klaue ich Brief aus Briefkästen und bring sie zu meinen Untertanen. Da bedenken sie, dass sich jemand um sie kümmert. Aber unser letzter Postbote ging, naja, puff. Deswegen musst du es machen. Ich spende dir sogar ein Geschenk für deine Aufgabe. Allerdings brauchst du einen bestimmten Hut dafür. Ich hoffe, du hast ihn. So. Gut. Dieser Anstecker ist nur geliehen. Ich brauche ihn zurück, bevor du abhaust. Denk daran, ihn auf deinen Sprinthut zu packen. Sonst tut er überhaupt nichts. Alle Untertanen, die auf ihre Post warten, haben ein Symbol über ihn. Wenn du fertig bist, kommst du zu mir zurück. Stempelst dich aus. Verstanden? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich brauche das hier. Okay. So, jetzt bin ich hier voller Posttyp. Super. Okay, dann müssen wir jetzt hier los. Ist die Frage, ob das Sinn macht. Oder einfach, ja, einfach hier überall durchjumpen. Das passt schon. So, den Red Trigger muss ich nicht gedrückt halten dafür. Wir müssen einigermaßen relativ, also wir sind relativ fix unterwegs. Wir können uns ja beim Typen da auch diesen Anstecker kaufen. Warte mal, kann ich hier? So. Mit dem Roller kann ich auch. Aber ich kann ja nicht zweimal springen. Okay. Und dafür muss ich nicht ständig den Knopf gedrückt halten. Das ist doch schon mal super. Von daher... Ja, die Kleine ist fix mit dem Roller unterwegs. Das kann man gut. Doch. Ich nehme natürlich noch so viel Kohle mit, wie es geht. Das ist ja wohl logisch. Auch die Kleine braucht ein bisschen Taschengeld. Kann sie sich Lollis kaufen und Süßigkeiten. Oh, super. Mach ich mir... Mist. Gut, ich habe jetzt irgendwie voll Bock, zum nächsten Kiosk zu gehen, 2-3 Euro auf den Tisch zu klatschen und sagen, eine gemischte Süßkram-Tüte. Ja, es ist wirklich so. Ich habe da wirklich Bock drauf. Das Interessante ist, das habe ich ja wirklich, das mache ich ja wirklich noch ab und zu mal. Aber leider tun das immer mehr Kioskläden, nicht mehr machen. Super, okay, ich muss sie nicht ganz treffen. Einfach nur in die Richtung. So, okay, alles klar. Hier gibt es sonst nichts mehr. In dem Sumpf gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr. Wie soll ich das mit dem Roller machen? Aber ich finde es cool. Doch, ist mal was anderes. Auf jeden Fall sind die Aufgaben hier in diesem Spiel sehr abwechslungsreich. Das muss man lassen. Oh, wir haben alles geschafft. Haha, ging doch schneller als gedacht. Super. Und wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Ah, fahr doch gleich wieder zurück. Warum eigentlich nicht? Mit dem Roller sind wir ja fix unterwegs. Sieht schon geil aus, wie das im Hintergrund so leuchtet. Hat schon was. Nee, auf jeden Fall mag ich das Spiel sehr. Ah, oh, super. Yay. Wunderschön. Da freut sich sogar die Kleine.
Ein seltener Sticker ist aufgetaucht. Perfektes Bild. Okay. Ja, sind so Sticker. Ich weiß noch nicht, ob es Sinn macht, was die bewirken. Weil die... Das mit den Stickern kam leider erst später. Von daher, ich habe das einmal durchgespielt, aber nur casual-mäßig. Oh, machen wir doch. Oha. Machen wir doch gleich weiter. Königin Vanessas Villa. Aha. An alle Vanessas da draußen, ihr seid also Königin, ich verstehe. Hoffentlich seid ihr liebgesonnene Königin. Zieht aber irgendwie... Ich weiß, wo es zur Villa geht. Okay. Hier müssen wir... Jetzt müssen wir timen. Klappt sogar ohne eingeborenen Hut. Ist die Frage, was wir hier brauchen. Reicht? Ja, einmal reicht. Okay, super. Wir haben die Elsa jetzt also umgetauft. Ja, ich kenne diesen Eiskönigin. Habe ich aber selbst nicht geguckt, aber... Naja, wie soll ich das sagen? Man kriegt es trotzdem mit. So eine coole kleine Anekdote hier dazu. Muss ich gestehen. Bevor wir in die Villa gehen, würde ich gerne mal gucken, was es hier draußen gibt. Aber scheinbar nur eine weiße Schneelandschaft. Dann würde sich die Elsa super zu Hause fühlen, hm? Na komm schon Mädchen, auf! Super, jetzt kann ich die Rolle einigermaßen... Ich glaube, zum Vordereingang komme ich nicht rein. Okay, ist zugefroren. Da liegt Schnee vorne. Gut, die Herzchen zeigen uns einigermaßen, wo es lang gehen könnte. Oha. Das wird ein Spaß. Ah, das ist die Maske von innen. Ich dachte, es wäre die Gehirnmaske von uns. Akt 4. Königin Vanessas Villa. Das hatten wir doch schon mal. Gut. Wir kommen hier nicht hin. Sieht, ich glaube... Hey, Neuling. Der Boss wollte dir mitteilen, dass du deine Hüte hier nicht verwenden darfst. So stand's im Vertrag. Also verwende sie nicht. Danke. Also die bringen wahrscheinlich hier einfach nichts. Das wollte er mir damit sagen. So, Hutgarn, wunderbar. Ein bisschen Money. Und ein Schlüssel. Das wird gruselig. Also der Subkornwald ist schon echt gruselig. Weil die Königin Vanessa, die darf uns halt nicht sehen. Jetzt müssen wir uns verstecken. Wir müssen uns verstecken. Wenn ihr uns sieht, sind wir am Arsch.
Aha, da ist ein Schlüssel. Den müssen wir also irgendwo hier rauslocken. Die Frage ist, wie? Okay, wir können uns hier verstecken. Hier ist ein Klavierschlüssel. Guck mal, wie die kleine schleicht, aber wie toll ich. Hoffentlich hat die uns nicht gesehen. Die sind in der Nähe, aber die weiß nicht, dass wir hier sind. Oh. Oh. Schnell! Bisschen. Wo muss ich lang? Oh, Checkpoint. Alter, da ist mir echt die Fluppe weggeflogen. Also nicht keine Kippe, sondern oh, das. Okay. Ein altes zerstörtes Tagebuch. Die meisten Seiten wurden herausgerissen. Zu einem der verbleibenden Seiten lesen. Warum? Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinen Briefen schreibt er über eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich. Schreibt er über sie, eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich, aber sie sieht ihn die ganze Zeit. Ich krieg nur Briefe und sie seine Zeit. Er ist mein. Sobald sein Studium fertig ist, habe ich ihn wieder. Okay. Ah, oh, einen Schatz gefunden. Super, Wachsmalstifte. Mutter hat einen kleinen Unfall letzte Woche und darum wurde ich heute zur Königin gekrönt. Jetzt kann der Prinz mich nicht mehr seine Prinzessin nennen. Das ist nicht fair. Ach, wie süß. Meine liebste Vanessa. Es war viele Tage, als ich das letzte Mal gesehen habe, aber es fühlt sich an wie Monate. Meine Zeit hier an der Akademie ist schwer, aber ich mache schnell Fortschritte. Es gibt so viel zum Studieren im Thema Jura, aber die Bibliothek ist gut gefüllt. Unsere Lehrer sind die besten im ganzen Land und ich bin dankbar für ihre Hilfe. Ja. Ich habe ein privates Studium mit einer Lehrerin begonnen, eine erfahrene Praktikerin für Jura mit dem Namen Lady. Die restlichen Buchstaben sind zerstört und zerrissen. Aha. Also eher eine tragische Liebesgeschichte. Mein Prinz liebt sein Frühstück viel zu sehr. Ich beneide ihn um diesen leckeren Speck. Er liebt ihn viel zu sehr. Ich will keinen Speck mehr in diesem Haus. Oh je. Also scheint hier schon echt abzugehen. Ich würde sagen, wir können uns hier wieder verstecken, das ist gut. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen diese Ballons... Problem ist natürlich, der Ballon macht jetzt Krach. Schade! Da ist sie, die Vanessa. Vor Wut und Trauer ist sie zerfallen. Oh, hier, guck mal, wie die Angst hat. Hätte ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ist die Frage. Wollen wir hier rein? Soll ich hier rein? Naja, auf jeden Fall ist es halt so. Warum ist sie hier im Bild von uns? Das ist wirklich gruselig. So. I can hear you. Come, Kitty, come, Kitty. Hallo, Ballon? Gut, der Ballon macht keine Anstand zu platzen. Aha.
die hat den Schlüssel mitgenommen. Diese olle Schabracke. Hier hat sie uns... Okay, das Gesicht ist echt gruselig. Das ist wirklich gruselig. Alter Schwede. So, ich wünschte nur, ich könnte ihn für immer haben. Eingesperrt und in Ketten im Keller. Aber man kann keinen Mann in Ketten legen, oder? Ja, die ist scheinbar unsterblich in ihren Prinzen verliebt. Doch der Prinz hat andere Sorgen. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel. Wie Vanessa duscht. Das bedeutet, wir müssen der Kleinen... Hat die echt mit Blut an die Wand geschrieben? The, my princess gone. Erschreck dich doch nicht. Sie scheint hier echt eine Eiskönigin zu sein. Nicht so... Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell Mädchen! Schnell! Ganz schnell! Ganz schnell! Husch, 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 husch. Und hier hoch! Oh. So. Wir müssen diese Truhe öffnen. Aber ich will gerne wissen, was da oben ist. Nein, das kann ich nicht. Schade, okay. Ach, warum? Sag mal, bin ich zu blöd, hier hochzuspringen? Super, noch ein Wachsmalstift. Wunderbar. So. Ich weiß nicht, ob ich alle Dingsbums finden werde. Alle Schätze. Finde heraus, was auf dem Dach... Oh, super, den haben wir fertig. Oh, jetzt bloß hier raus, ey. Jetzt bloß hier raus. Ach so, ja, nee. Das Ding muss ich hier einsammeln. Boah. Oh, da geht dann... Egal, was man sagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Bei dem Level geht mir immer noch so ein bisschen die Muffe. Muss mal gucken, ab wie vielen Jahren das geeignet ist. Es ist ein Kinderspiel, es ist aber nett. So, wir haben noch eine Menge zu tun. Mhm. Solange es nicht in der Vanessas Villa ist. Da oben. Okay. Die Frage ist, wo ist da oben? Postservice. Toilette des Untergangs. Ich probiere es einfach mal hier und guck mal, ob ich das finde. Den Time Rift, bevor wir jetzt hier zum Finale rumeiern. Dann haben wir nämlich in zwei Parts oder in drei... Ja doch, zwei Parts in Subkonwald durchgepetzt. Das gefällt mir persönlich ganz gut. So, auf irgendeinem Dachboden. So, dann laufen wir mal ein kleines, hm? Lauf, schneller, Mädchen, lauf! Lauf, 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 lauf! Sonst hol ich die Vanessa. Hello there. You look new around here. You look new around here. Ah, cool. Ich finde ja so ein bisschen sympathisch, auch wenn es ein bisschen gruselig ist, dass da einfach so ein Teil mit uns spricht. Aber hier gibt es auch viel zu entdecken. Das ist eine schöne Stage, muss man sagen. So. Ich glaube, hier lang muss ich irgendwo. So, da war ich schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in dem Kapitel ist oder ob das vielleicht doch lieber die Toilette des Untergangs ist. Boah. Egal, dafür können wir uns auch ganz viel Hutgarn holen. Ich sehe nicht so weit. Das ist schade. So, dann haben wir... Oh, einen neuen Schatz. Super. Gibt's hier oben irgendwas? Nee, gibt's nicht. Bin mal am Überlegen, wo ich hier oben bleiben kann. Ich glaube, das wird so nichts.
Kann ich da irgendwie hier so rüber? Nee, auch nicht. Nee. Kann ich nicht. Warte mal. Kann ich hier über die... Nee, ich kann mich... Schade, ich dachte, ich könnte mich hier irgendwie an die Äste so ein bisschen rum... Vorsicht, diese Statuen können lebendig werden und du kannst dich gegen die nicht verteidigen. Das wird mal wieder ein etwas längerer Part. Dafür brauche ich wahrscheinlich die Maske. Das war gut. So, vielleicht nach da oben, ich weiß es nicht. Ah, da sitzt er, dieser Drecksack. Hast du uns sowas zu sagen, du Arsch? Du dachtest doch wohl nicht, dass du deine Seele nach dem ersten Vertrag zurückbekommst, oder? Na, zu schade! Du bist mein neuer Sklave. Und wir sind noch nicht fertig. Schließe deine Aufgaben ab, dann reden wir. Drecksack. Dieser elende Drecksack. Ich will gucken, ob ich da hochkomme. Gibt's hier irgendwas? Ich dachte erst, man sollte hier gar nicht hoch, aber scheinbar doch. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas Besonderes gibt, aber auf jeden Fall gibt's hier ordentlich Money. Nicht mehr weit, Kleine. Was? Nein, 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 nicht ganz auch. Oh, nee. Oh, kack doch die Wand an. Och, ärgerlich. Bin ich in den ganzen... So, jetzt will ich aber wieder meinen Hut mit Schleife tragen. Och, nee, ey. Das ist wirklich ärgerlich. Ich dachte irgendwie... Boah. Ich könnte es irgendwie retten, aber da muss ich jetzt doch ganz von vorne anfangen. Kleine rettet mir ganz oft den Hintern. Es wäre bestimmt schmerzhaft, wenn du hier runterfallen würdest. Ja, das habe ich schon gemerkt. Von daher... Meh. Nein! Nein! Oh, Mädchen, du bist super. Mario wäre hier schon dreimal auf die Schnauze gefallen. Nein! Oh, nicht ganz runter, aber trotzdem scheiße. Ich hab's noch gesagt, weißt du, hier Mädchen, ich hab dich noch gerade gegenüber dem Mario gelobt und dann kommt sowas. Nee, 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 nee. Ja, böse Erinnerungen werden wach. Slugsy, Grüße gehen raus. Für mich, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es gestern her gewesen, dass wir bei Mario Part 13 eine Premiere hatten, wo ich so voll oft abgeschissen habe. Das bedeutet, aber dieser Part, der kommt wahrscheinlich erst im Februar raus. Es ist immer noch Dezember. Lohnt sich der Scheiß hier auch? Hoffentlich. Spiel? Hallo? Och nö, och nö. Spiel abgestürzt. Keine Ahnung wieso oder weswegen. Gut. Würde ich sagen, beenden wir den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.